Hier mache ich einfach zu. Ja, genau, da mache ich zu. Das Eisen habe ich jetzt nicht gesehen, davon haben wir genug erstmal. So hart es sich auch anhört. Plöpp. Plöpp. Wir versuchen das hier erstmal ein wenig schön zu machen, denn hier geht es um schön, nicht wie im Hardcore-Mod. Da ist es egal, hier ist es nicht egal. Pet ist da auch sehr penibel. Wir gehen die Monster gerade ein wenig auf den Sack. Oh, hi. Ah, und ich habe mein Schwert nicht ausgewählt. Geh weg, 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 geh weg. Hallo. Hier müsste ich eigentlich eh noch einen rein, aber habe ich keine Lust, dann mal einfach so. Müssen ja eh überlegen, ob wir daraus dann Clean Store machen, um halt diese Höhlenatmosphäre beizubehalten, aber das ist erstmal egal. Deswegen einfach zumauern. Da oben muss noch zu. Und weiter weghauen. Weg, weg, weg. Schön. Hau ich da oben noch was weg? Ich glaube, ich hau hier. Sowas mache ich auch noch. Da sieht man wenigstens auch das Löchsle, wo unsere lieben Monster dann runterfallen werden. Weg. 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 Top. Ja, doch, das geht hier einigermaßen gut voran. Wir haben jetzt... Ich muss ein bisschen näher ran. Wir haben jetzt 16 Minuten aufgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich in der zweiten Folge sein. Und da oben haben wir wieder ein Löchsle. Machen wir schnell wieder zu. So, das da flicken wir einfach da oben. Ich mache das jetzt noch gleich mal. So viel Genauigkeit muss hier schon sein. Das ist schon wichtig. Yep. Zack, 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 zack. Top. Nur ein bisschen ärgerlich halt oder ätzend, dass man jetzt hier die ganzen Stufen wegmachen muss. Aber da müssen wir halt durch. Weg, 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 weg. Ah, mich nervt das gerade selber ein wenig. Scheiß Steine abzubauen. Hier mal wieder da mal so was. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir. Denn wir wollen ja auch kein Kobbel liegen lassen, diesen wichtigen Cobblestone. Was gibt es Wichtigeres? Alles klar. Dich weg, dich weg, dich weg, dich weg. Fertig! Der Raum ist ausgehöhlt. Zack. So, wenn die Monster jetzt hier reingefallen kommen, ist es natürlich unsymmetrisch. Was ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ich mache da jetzt nicht noch irgendwas hin. So. So. Jetzt müssen wir uns hier eine schöne Treppe nach oben bauen. Weg, weg. Das wird jetzt wieder einiges dauern, also ohne Musik im Hintergrund wird das bestimmt sehr ätzend. Ich habe, das ist die letzte. Ich nicht gar noch für viele. Steinschutzhacke, Steinaxt. Scheiße, das wird nicht reichen. Dann machen wir die jetzt erstmal ganz kaputt hier. Weg. Alles weg. Schöne Treppe nach oben, nicht so eine billige Leiter. Schwert auf die 1, ganz wichtig jetzt gerade. Dahin. Hallo?
Erstmal. So, alles weg, alles weg, alles weg. Hier waren wir sogar, man sieht es da oben, an der Fackel. Interessant, ne? So. Weg. Erstmal den ganzen Kies hier wegmachen. Mein Gott, ist das ätzend gerade. So, jetzt passt das ungefähr, ne? Dann gehe ich jetzt mal eine rein. So. Zack. Ich lasse es jetzt einfach offen. Ich werde es dann im nächsten Durchgang einfach zumachen. Ob mit Cleans oder Cobblestone, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ja. Ich glaube, wir gehen doch lieber. Hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Muss das so. Gut, dass wir keine Diamanten mit haben oder so, was uns verloren gehen könnte. Wir werden jetzt nochmal hier lang jetzt gehen. Weg. Oh, scheiß Steinspitzhacke. Ich hätte echt gedacht, dass es reicht. Aber falsch gedacht, würde ich sagen. Weg. Top, jetzt gehen wir einfach mal nach links wieder weiter. Nur mal kurz dazu, es wurde ja gefragt, oder es wurde nicht verlangt, es wurde gebeten oder man hat es angeboten oder wie man es jetzt auch immer nennen will, dass ich einen Abonnenten jetzt mit ins Let's Play nehme, wo Pet nicht da ist. An sich ist es natürlich eine gute Idee. Abonnenten bringen wir gerne mit ein. Nur bei diesem Projekt jetzt hier vor allem ist es halt sehr schwierig. Ich hätte den Abonnenten jetzt einweisen müssen, nicht in die Klapse, sondern ihr versteht schon. Und das hat so lange gedauert. Ich habe den Post, glaube ich, gestern abgesetzt. Am Sonntag müsste das gewesen sein, ja. Und, na, das ist schon wieder eine Höhle. Und gestern war ich selber nicht zu Hause, sonst hätte ich gestern nämlich schon aufgenommen. Und dann hätte ich jetzt nämlich den User, sagen wir, oder den Abonnenten, noch ausführlich einweisen müssen. Das heißt, wie ich das baue, wie wir das machen. Und das wäre halt zeitlich überhaupt gar nicht drin gewesen. Oh, hätte ich gerne hier gemacht. Wenn ihr, also ich hoffe, ihr könnt das da ein wenig verstehen. Was ist denn hier? Geht's da hoch? Sind viele Fackeln auf jeden Fall. Ja, das lassen wir auf jeden Fall. Irgendwie wieder runter. Blip, 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 blip. So waren wir gebaut, dann nicht. Hier haben wir weitergebaut, genau. So, und das war's. So, dann gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. So, und deswegen habe ich mir nämlich die Erde mitgenommen. 64 reichen da ja. Muss man nicht genau hier sein. Es tut mir jetzt leid, dass ich mich jetzt auf diese Weise hochbauen muss und dass ihr genau jetzt nichts seht. Oh, was hab ich denn? Hab ich das Wasser wieder? Ja. Jetzt was schmecken. Und. Oh Gott.
Das dauert ja noch ein wenig. Flöp, flöp, flöp. So. Hälfte da rein, Sand. So. Da rein, Sand. Können wir das Kies hier lassen, das lasse ich hier, das lasse ich hier. Feuerstein bleibt hier. Die Axt bleibt hier. Ein bisschen vorsorgen, dass es jetzt hier gleich nicht zu voll wird. So. Dahin. Nehmen wir es mal, ich glaube drei müssen ja, also vier insgesamt müssen ja reichen. Zack. So, und wieder runter. Kriegen wir schon hin. Dauert halt etwas. Sehr zeitaufwendig sowas. Aber das kennen wir ja. Dürfte ja nicht die erste Monsterfalle sein, die ihr zu Gesicht bekommt. So, wieder hoch. Ja, und ich habe mich halt dafür entschieden, hier sowas, so eine Treppe zu machen. Weil ich Leitern persönlich auch immer so unschön finde, weil die immer so lange dauern. Ich hätte ja auch, ey, das ist eigentlich eine gute Idee. So ein, nicht Wasseraufzug, sondern, so ein Wasserrunterfallblöppel, dass man halt nur die Treppe hier hochgehen muss. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich, auch dann, oder das werden wir auch irgendwann mal machen. Oder wir schaffen es heute noch, das kann ich jetzt nicht sagen. Also beziehungsweise, ich schaffe es in dieser Aufnahme noch. Sonst irgendwas so nah kommen, ist ja leichter zu werden. Ja, in der Probewelt ging es ein wenig einfacher im Kreativmodus. Da war auch nicht überall Gravel. Das heißt, ich gehe auch quasi einen ganz anderen Weg. So, wo bin ich denn? 43. Oh. Alles klar. Zack. Ja, ist alles blöd jetzt hier, dass ich hier die ganzen Höhlen angrabe. Das war so eigentlich, ist mir so in der Probewelt nicht passiert und war so eigentlich noch nicht geplant. Okay. Na, da muss ich hier auf jeden Fall einiges wieder zumachen dann. Aber ich bin froh, wenn wir jetzt erstmal einen Weg nach oben haben. Ich werde hier dann auch so Steinstiefchen reinsetzen, damit das auch alles noch ein wenig schneller geht. Mit dem Hochgehen auf jeden Fall. Und da ist es ja egal, wenn unten Gravel ist. Das Licht machen hier. Wir sind jetzt auch für 47,13 müssen wir dann nach oben, dann haben wir es geschafft. Ich muss halt nur zusehen, dass ich auch irgendwann wieder in Richtung links rumkomme, damit ich auch irgendwo in der Nähe des Spawners rauskomme. Hat in der Probewelt nur mal so angemerkt, super geklappt. Hier habe ich wieder eine Höhle angekraxt. Boah, ist ja ätzend, ey. So. So, hier geht's dann wieder hoch. Das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle gerade. Ich zweifle es gerade ein wenig, das ist ja echt. Hab ich mich erschrocken, Alter! Alter! Boah! Dummer Wichser. So, erstmal so wieder zumachen. Licht! Du kommst kurz weg. Alles klar.